Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres SWF-Journals. Wir haben in dieser Woche folgende Themen: Kreispokal im Landkreis LDS, Ausstellung im Rathaus Lübben, Spreewald-Atelier hat begonnen. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung: Dritte Auflage des Laufprojekts Wassermarsch sorgte für einen Spenden- und Teilnehmerrekord. Der dritte Wassermarschlauf im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zugunsten einer Schule im Tschad fand Ende August in diesem Jahr erstmals im Spreewald statt. In Lübbenau gingen insgesamt 84 Kinder, Jugendliche sowie Sozialarbeiter in 13 Teams aus dem gesamten Landkreis an den Start. Sie legten bei Wind und Wetter im 12- oder 24-Stunden-Modus insgesamt 2215,5 Kilometer und damit eine Strecke wie beispielsweise von der Lausitz bis zum Nordkap zurück. Mit der Unterstützung zahlreicher Sponsoren konnten mit insgesamt 4.800 Euro die bislang höchst erzielte Summe erlaufen werden. Das Geld kommt der Schule Sargoyen im Süden des Tschad, einer der ärmsten Regionen der Welt, zugute. Der Projektpartner vor Ort, die Organisation Liguna e.V., wird das Geld für die weitere Ausstattung der dortigen Schule und den Bau eines Brunnens einsetzen. Ziel ist es, den Schul- und auch den Lebensalltag der Kinder zu verbessern. Die Feuerwehren des Landkreises Dahme-Spreewald kämpften um den Pokal in der Kreisstadt Lübben. Am 14. und 15. September verwandelte sich das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Lübben in eine Kampfarena. Hier kämpften die Feuerwehren des Landkreises Dahme-Spreewald um den Pokal des Landrates. So gingen am Samstag 14 Männer- und 6 Frauenmannschaften in der Disziplin Löschangriff nass an den Start. Am Sonntag zeigte dann der Nachwuchs sein Können. So gab es die Mannschaftsstaffette, in der das Team Feuerwehrknoten binden musste und mit Hilfe der Kübelspritze 3 Dosen mit Hilfe des Wasserstrahls abspritzen mussten. Auch hier gab es den Löschangriff nass. In dieser Disziplin gaben die Teams alles und kämpften um den besten Platz. Wie die Stadt Lübben und ihre Veranstalter feiern, kann man in Form von Bildern in der Rathausgalerie in Lübben sehen. Eine Hommage an Lübbens städtische Feste ist seit dem 21. August unter dem Titel Feste feiern in der Rathausgalerie in Lübben zu sehen. Feste feiern können die Lübbener ziemlich gut, ob Spreewaldfest, Schützenfest, Sängerball, Osterglühen oder im Bälle. Aber auch wenn der Bürgermeister einlädt, wird es fröhlich. Etwa beim Maibaumstellen oder beim Kinderspektakel. Das Gestalten von Begegnung innerhalb der Stadtgesellschaft, also das Ermöglichen von Austausch über die persönlichen Netzwerke der Bürger hinaus, ist eine der kleineren, aber schönen Aufgaben einer Verwaltung. Darum geht es in der Ausstellung.
Wie feiern die Lübbener und ihre Gäste, wenn das Rathaus oder die beauftragte Tochtergesellschaft TKS einladen? Womit zeigt und schmückt sich eine Stadt wie Lübben? Welche Begegnungen passieren und wie bringen sich ihre Bürger ein? Was hat sich im Laufe der Zeit gewandelt? Wenn Sie alle diese Fragen beantwortet haben wollen, schauen Sie doch bis zum 20. Oktober in der Rathausgalerie zu den Öffnungszeiten des Rathauses vorbei. In Lübbens Altstadt hört man die Kettensägen klingen und die Künstler erschaffen damit kreative Skulpturen und Werke. Seit dem 14. September hat sich der Kirchplatz vor dem Lübbenauer Rathaus in eine Künstlerwerkstatt verwandelt. Hier findet das Spreewald-Atelier bis zum 21. September statt. In diesem Jahr arbeiten die Künstler zum Thema Plastik, Kunst oder Müll. Vor den Augen des Publikums greifen die Künstler eine Woche lang zu Kettensäge und Feder, um einzigartige Momentaufnahmen aufzufangen und in ihre jeweilige künstlerische Ausdrucksform zu gießen. Dabei entstehen ausdrucksstarke Objekte aus Stammholz und messerscharfe Pointen auf Papier. Das Faszinierende dabei, alles passierte wieder hautnah, live und auf Augenhöhe zwischen den Besuchern und den Künstlern. Zwischen all den Spänen bleibt immer auch noch Zeit für das eine oder andere Gespräch in lockerer Atmosphäre. Seien Sie dabei, wenn Stämme zu Skulpturen werden und wenn am 21. September die Künstler ihre Werke und Skulpturen versteigern. Das waren die Nachrichten aus Ihrer Region. Haben Sie Wünsche oder liegt Ihnen ein Thema besonders am Herzen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de. Es würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr SWF-Journal einschalten.